Die Grundrente und kein Ende. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Zurzeit besteht ja eine ganz, ganz heftige Diskussion über die Grundrente, ob sie denn überhaupt kommen wird und wenn sie kommen wird, zu welchen Bedingungen und wie sie finanziert wird. In den letzten zwei Wochen vor dem 16. Mai diesen Jahres gab es eine ganz, ganz heftige Diskussion oder fing eine ganz heftige Diskussion zur Finanzierbarkeit der Grundrente an. Und zwar kam die SPD mit dem glorreichen Vorschlag, die Grundrente jetzt über Beitragsmittel aus den Sozialkassen zu finanzieren, also zum Beispiel die Krankenversicherungsbeiträge und die Rentenversicherungsbeiträge oder Beiträge zur Arbeitslosigkeit sollten damit herangezogen werden. Naja, ein Riesenaufschrei in der herrschenden Politik und am 16. Mai 2019 kam es dann zu einer aktuellen Fragestunde im Bundestag. Diese Fragestunde wurde beantragt durch die FDP, die Freien Demokraten. Und dort hat der Pascal Kober dann klar gesagt, dass es einen Griff in die Beitragskassen mit seiner Partei nicht geben werde. Die Grundrente müsse, wenn sie überhaupt kommen solle, durch den Steuerzahler finanziert werden. Die CDU/CSU kommt mit dem Klassikerargument, eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung gibt es mit ihnen nicht. Die AfD sagt, die Grundrente wäre kein Mittel zur Bekämpfung der Altersarmut. Die Pläne einer Finanzierung aus Beitragsmitteln bezeichnet die AfD als abenteuerlich. Die SPD, die PDS oder die Linken kommen zum Ergebnis und sagen, wir brauchen eine echte Mindestrente zur Bekämpfung der Altersarmut. Die Grundrente selbst würde dazu nicht ausreichen. Sie fordert eine Mindestrente von 1050 Euro, damit man überhaupt einigermaßen vernünftig im Alter leben kann. Dies ist auch die Forderung der OECD. Diese sagt, zur echten Altersarmutsbekämpfung braucht man eine Rente, die über 1000 Euro liegt. Wir warten einfach die Ergebnisse der Grundrentendiskussion ab. Wir können nur hoffen, dass wir im Mai 2019 endlich den Gesetzesentwurf bekommen. Viele der Versicherten sind, die auf die Aufstockung angewiesen sind, sind sehr verunsichert und warten hier auf eine Entscheidung der Politik. Und wir können als Rentenberaterinnen und Rentenberater von rentenbescheid24.de nur sagen, Politiker, entscheidet endlich, damit die Hängepartie mit der Grundrente hier aufhört und die Leute endlich wissen, woran sie sind. Näheres zum Thema Grundrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.